Hi, heute geht's um eine Folge Clash Quest und zwar mal wieder die Liga. Jo, ich bin 21. mit 28 Stages. Aber auch die letzten Tage schon fleißig gespielt, auch wenn kein Video kam. Vor mir haben drei Leute noch nicht gespielt. Alle anderen schon. Ja, es wurde so geschafft. Sechs Stages hier oben. Hier sind fünf. Dann auch vier. Okay, also recht wenige. Dann hier nochmal sechs. Und nochmal 6. Alles klar. Der erste Platz hat 35. Und ich 28. Also wenn ich 6 schaffen würde, wäre ich schon mal Zweiter. So. Wäre, denke ich mal, nicht schlecht. Versuchen wir das mal. Und gehen wir jetzt rein. Okay, ich würde sagen, lieber mal machen ganz guten Job. Allerdings hauen halt da die Skeletons wieder ab, alle. Aber können wir wahrscheinlich nicht anders machen. Dann würde ich die Bomben reinhauen. Ja, kann man doch so spielen, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal Schatz mit. Lohnt sich dann das Wort? Ne, ich würde sagen, ich bin zu zweit. Ja, gehen wir hier mal noch nicht auf die Bogies. Was machen die Giants? Die würden alles wegmachen. Aber ich nicht vielleicht zu dritt schon? Ne. Spielen wir den dritten noch so, dann können wir noch den mal Bahn spielen oder sowas. Ja. Und haben dann damit die erste Stage geschafft. Ja gut, nehmen wir uns hier nochmal die Bomben ein. Ich würde sagen, die wären da sogar mal am besten. Ist natürlich immer so ein kleines Risiko mit dabei, die zu nehmen, aber das gehen wir einfach mal ein. So, dann würde ich mich hier für die Giants entscheiden. Ja, die Magier könnte man so spielen. Ich bin hier allerdings für den Bombenmeiner. Ja, da können wir dann noch abwarten. So, wie machen wir das jetzt? Die Giants würden direkt da drauf gehen. Spielen wir die einfach mal. Die Goblins würden finishen, dann spielen wir die. Ja, nehmen wir hier mal lieber die Goblins mit. Und dann. Jetzt habe ich verkackt. Nee, spielen wir doch einen Charge, würde ich sagen. Da eine Bob war, wie weiß ich. Okay, die Bomben explodieren noch nicht, warum auch immer. Ich kenne mich da immer noch nicht genau aus, wann die genau explodieren. Das fühlt sich irgendwie so an, als wäre das komplett random. Weil wir so ein Lagerspiel explodieren, die so. Ja, dritter Stage ist auch geschafft. Und nochmal Kollegs. Da spielen wir direkt die Bombenmeiner zum Anfang. Ja, da können wir die drei Giants hier chargen. Die Bomben explodieren direkt. Mehr Charge-Bücher. Ich glaube, hier würde sich ein Feuerball lohnen. Ja, dann finishen wir die Goblins auch. Hätte ich auch mit dem Swap spielen können, egal. Ich habe auf jeden Fall nochmal 11 Goblins, würde ich sagen. Ja, da vorne sind die auch noch in der Erde, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber anders kriegen wir das nicht hin. Ja, dann nochmal 5 Magier und die Giants, würde ich eher sagen. Ja, spielen wir also mal die Goblins so. Müssen wir dann noch schauen, wie wir die Ofen, die Öfen down bekommen. Die Ofen, alles klar. Spielen wir einfach mal die Bomben hier.
Okay, was machen wir als nächstes? Die Bombe explodiert halt da. Egal was wir spielen, wir spielen hier in der Bahn. Dass die Bombe explodiert. Und dann reichen 2 Giants im Normalfall. Nein, natürlich nicht. Aber egal. Kriegen wir noch anders irgendwie hin. Nämlich so, würde ich sagen. Und dann haben wir auch schon 5 Stages. Ohne was wir 12 Magier und spielen die Bombenbombe am Anfang, würde ich sagen. Und mit Glück bekommen wir dann viele Magier. Geht klar. Dann können wir die gleich spielen, würde ich sagen. Oder? Also wenn die gespawnt sind. Dann nehmen wir zuerst einen Bombenminer. Macht der Charge einen großen Unterschied? Fast gar nichts, oder? Ja, ich bin hier ohne Charge. Hier würde ich sogar mal Swap-Bücher mitnehmen. Tja, viele Leben hat man nicht mehr mit Giants. Und jetzt reicht noch die Goblins. Für die 6 Stages. Ja, und ich denke, hier kommen wir dann nicht mehr weiter. Nehmen wir uns hier nochmal die Bogenschützen mit. Dann können wir, würde ich sagen, noch den Doppel zu den Magier spielen. Ne, doch, soll es eigentlich noch reichen. Obwohl der oben ist schon sehr tanky. Ja, ne, reicht locker. Können wir das noch irgendwie trennen? Ich denke nicht. Nee. Okay, da muss jetzt nur eine Einheit ist. Nehmen wir uns den neuen Magier mit. Dann würde ich mir auf mehr Magier hoffen. Kriegen wir sogar mal. Ja, sowas. Okay, aber viel mehr Defense werden wir auch nicht. Aber immerhin. Das sind jetzt 7 Stages und 3 Defenses. Bin ich, denke ich, mal ganz gut dabei. Und vielleicht sogar erster. Oder? Ne, zweiter bin ich. Die Defenses haben nicht ganz ausgereicht. Da hätte ich noch 7 mehr haben müssen, beziehungsweise 8, weil bei 7 mehr Gleichstand. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao!